Hello. I see you have come back. Things have changed since you were here last. Not the same, is it? Did you think I would let you leave me so easily? Let's play tag. Last time, you were it. Now, I am it. Only, this is murder tag. Let's chase Nailway. Wundervoll. Und damit moin Leute und willkommen zu Headschase Nailway. Das ist eine kleine Portal Custom Map. Wunderschön, aber auch sehr, sehr schwer zu finden. Dementsprechend, wir werden uns das gemeinsam anschauen. Ich kann euch jetzt schon verraten, es wird ein Festival der Gefühle. Hallo? Huh. Der G-Mann! Herr G-Mann, können Sie mir den G-Punkt zeigen? Endlich! Und jetzt, Freunde, geht es hinab in den Wahnsinn, denn jetzt seht ihr da vorne, öffnet sich eine Tür in fremde Welten. Eine Tür ins Ungewisse. Das ist das Schöne mit Portalen, man braucht keine Türen mehr. Ironic. Falls ihr euch wundern solltet, dass ich das alles hier schon kenne, ich habe das alles schon mal gespielt, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich kenne mich hier aus. Ja, erstmal ein bisschen abgepustet, das ist schön. Oh ja, ich habe schon seit 3 Wochen nicht mehr geduscht, das ist eine Erleichterung. Endlich kommt mal die Kruste ab. Woo! Das ist offensichtlich eine weitergeführte Version der Map. Früher sahen die Portale nicht so genial aus. Ich kenne mich hier aus. Genau, jetzt müssen wir erstmal so über logisches Denken hier vorankommen. Das ist aber kein Problem, denn ich bin ein logisches Genie. Ironic. Huh. Wer bist du denn, mein Freund? Ich danke dir. Ja klar, Alter. So, ich glaube, hier musste ich das so machen. Warte mal kurz. Genau. Ich kenne mich hier aus. Wir sollen nach links, sagen die Pfeile. Fuck the system, meine Freunde. Das Militär! Das Militär rückt an und möchte uns vielleicht retten. Aber die Turrets sind zu stark. Die Sicherheitssysteme sind einfach zu futuristisch. Und selbst ein Hubschrauber kann nicht viel retten. Ich sag ja, geniale Custom Map. Over here? Soll ich da einfach durch? In der Tat sollst du das. Ich danke dir für den Kubus. Ach, diese Musik, sie ist einfach so unfassbar entspannend. Ich weiß auch nicht warum. Putz. Jetzt wird unsere Portal Gun ein wenig aufgeladen. Die ist ein bisschen low on Akku. Herzlichen Dank. Ja klar, Alter. Whee! Okay, gehen wir mal weiter. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal wieder bei diesen Viechern. Das war knapp. Das Militär will uns haben, aber sie werden uns niemals kriegen. Nein, das werden sie nicht. Musik, chill. Danke. Kann ich da rüberspringen? Tatsächlich. Ja, sehr schön. Yes, I can feel that curiosity burning inside of you. It is my belief at this point that you will be an excellent asset to this company. If you can successfully complete this chamber, your Aperture Science handheld portal device will be upgraded so that it can manufacture both portals. If you should fail, your organs and bone marrow will be harvested and utilized to provide assistance to an even more capable test subject when he or she should arrive. We at Aperture Science would like to wish you the best of luck. Kein Problem, mein Freund, ich krieg das schon irgendwie gebacken. Ich werde es überleben. Der ist benötigt, aber da unten können wir noch hin. Okay.
Kann ich hier nicht so hinlegen, dass ich mich hier hochmogeln kann? Doch bestimmt, oder? Dang it! Je! Yeah. Sehr schön. Und der letzte Knopf wird gedrückt. Also wir haben ja mehr als genug Zeit. Oh! Ein kleines Selfie zwischendurch. Dabei wurde unsere Portal Gun upgraded. Vielen Dank! Ja klar, Alter. Let's meet our good friend Charlie. Hallo Charlie. Say hello now, Charlie. Good job, Charlie. Seht ihr das? Die Außenwelt. Aber wir können nicht hin. Oh! Dafür habe ich dich bezahlt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aber warum komme ich hier rein? Interessant. Ich kann da rein. Cool. Ich bin aus der Map geglitscht. Ich bin draußen, ich hab's geschafft. Okay Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe in den Weiten des Internets ein bisschen was an Nachforschung betrieben. Nämlich weiß ich jetzt, dieser Teil ist verbuggt. Das heißt, wir dürfen hier ein bisschen cheaten, um hier rauszukommen, denn es gibt hier keine Lösung, irgendwie herauszukommen. Das ist ein absoluter Bug. Vielleicht sollte ich erstmal die Cheats anmachen, das wäre auch ganz clever. Hui, wir fliegen jetzt durch die Galaxie und eigentlich hätten wir hier drüben rauskommen sollen. So. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder ganz normal im Spiel drin. Wäre eine nette Abwechslung. Wir bauen uns eine Brücke. Hey. Bauen uns eine Brücke. Hey. Bauen uns eine Brücke. Hey. Und das hier ist ein Teil. Spiky Spiky. Das ist einer der ersten Teile gewesen, die auch schon in der Alpha verfügbar waren im Spiel. Ja, möchte ich mich da nochmal runterstellen? Möchte ich eine kleine Akupunktur haben? Na, heute mal nicht. Was? Aperture Science Annex. High Speed Portal Transport. Cool. Wer braucht Fahrstühle, wenn er Portale hat? Ich habe gerade so ein bisschen Schiss, denn weder GLaDOS noch dieser Typ mit der Brille haben sich lange nicht mehr gemeldet. Ich habe das Gefühl, wir müssen unsere Knochen auf Brüche vorbereiten. Aber ich kann den machen. Bitch! So, wundervoll. Okay. Oh, hier ist was durchgebrochen. Wir können hier hinter die Kulissen mal wieder sehen. Ich weiß noch, dass das Spiel mehrere Enden hat. Und es kann sein, dass wir hier jetzt gerade ein alternatives Ende provozieren. Ich nehme mal lieber den Kubus mit. Ich weiß nicht, was wofür wir ihn brauchen könnten. Dafür brauchen wir ihn natürlich. Okay. Was passiert hier? Bauen Sie eine Brücke, ey. 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 Interessant. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein, wieso falle ich hier runter? Ich will runter. Interessant. Ich hoffe mal, hier sind jetzt keine Turrets dahinter. Hello there. Ein Schalter. Was auch immer er tut, er muss etwas Großes bewirken. Where are you? GLaDOS! I know you're there. I can feel you here. GLaDOS, du machst mir Angst. You're not a good person. You know that, right? Good people don't end up here. Starting now. There's going to be a lot less conversation and a lot more killing. Ooh! What? Hallo? Meine Portal Gun ist weg. Oh. Wieso kann ich so hoch springen? Sind wir auf dem Mond? Ich verstehe nicht ganz. Hallo? Noch ein Baum. Alle Bäume sind da. Können wir die Bäume nutzen, um hier hochzuspringen? Ja, da oben müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich meine, das X markiert die Stelle. Das Spiel ist jetzt einfach ausgegangen. Und das schien jetzt offensichtlich das eine von vielen Enden gewesen zu sein. Voller Fragen.
und absolut hoffnungslos verloren, werde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr von irgendwelchen Custom Maps sehen wollt, wenn ihr vielleicht von Half-Life Custom Maps was sehen wollt oder von Portal Maps, dann sagt es mir gerne. Ich werde es sehr gerne machen, denn ich finde sie unglaublich interessant. Ich finde sie teilweise sogar besser gestaltet als die eigentlichen Spiele, weil sie eben von Fans gemacht sind, voller Liebe und Inbrunst. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Projekt. Bis dahin. Bye, bye.